Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten und auch letzten Tutorial hier auf der Map Cache. Ich zeige euch hier nun die Wallbang-Spots, die es auf dieser Map so gibt. Wir fangen direkt an mit einem ziemlich lässigen Wallbang-Spot und zwar stellt ihr euch genau hier drauf und ballert hier in diese untere linke Ecke dieses Fensters und schon könnt ihr hier unten in den Eingang von A-Main reinballern. Das heißt, wenn hier jemand stehen würde, dann würde der natürlich ordentlich fressen und der ist ja schon zugrunde gegangen. Der nächste Spot ist nicht weit von hier und zwar einfach hier. Bei Gabelstapler. Und ihr schießt hier hinten in diese kleine Ecke, Kante, wie auch immer, neben diesem Döschen. Und schon könnt ihr hier auf Default ballern. Und zwar richtig hart. Wenn hier jemand am Planten ist, kriegt er voll in die Nuss geschossen. Wenn er steht, eben in den Bauch. Also ich stelle hier mal jemanden hin. Und dann legen wir mal los. Ja. Klar, wenn er jetzt hier so gekniet hätte, wäre das eine andere Geschichte gewesen. Eine ganz gemeine Sache, die ich selbst nicht wusste, das habe ich jetzt eben erst beim Recherchieren herausgefunden, ist, dass dieses Wandstück, das hier, einfach durchschießbar ist. Da kann man einfach durchschießen. Das ist schon eine kleine Schweinerei. Natürlich geht das auch zurück in die andere Richtung. Da ist es halt ein bisschen schwieriger, was zu treffen, weil man, naja, nicht so wirklich was sieht. Aber wenn ihr euch hier in die Ecke stellt und hierhin aimt, hier... Dann schießt ihr zumindest ziemlich genau hier hin. Ihr könnt dann noch einen Ticken weiter nach links und dann habt ihr eben direkt Yellow im Visier. So, also wenn hier jemand steht oder kniet sogar, was er wahrscheinlich nicht macht, dann kriegt er hier auch nicht auf den Frack. Natürlich kann man diesen Spot auch anderweitig benutzen. Ihr könnt euch hier mit der AWP hinstellen, aimt auf die vierte Sprosse. 1, 2, 3, 4. Ein Stück darunter, ein winziges Stück darunter. Und merkt euch vielleicht diesen schwarzen Punkt und aimt so. Und da habt ihr eben dann easy denjenigen genutzt, der sich hier vielleicht gerade mitten in der Ecke versteckt hat. Und schon habt ihr eben den Kill im Sack. Boom. Und wer kennt es nicht, wenn hier oben auf dem Boost ein paar Leute stehen oder eben ein AWPler steht, könnt ihr den easy wegnutzen, indem ihr euch hier in diese Ecke stellt. Auf das Bild hier visiert und dieses Stückchen hier abknallt. Ihr seht es da unten, ich habe meinen Teammate getroffen, ich habe dummerweise jetzt meinen Teammate dahin gesetzt. Und da könnt ihr den hier ordentlich geben, zumal sie ja nicht so stehen, sondern eher so... Ja, oder sogar geduckt irgendwie und dann bekommen sie halt richtig schön das Gesicht massiert. Hier gibt es auch noch einen ziemlich chilligen Spot und zwar stehen ja des Öfteren mal hier Leute, meistens wenn sie der letzte Überlebende sind und eben, naja, vielleicht noch einen Kill holen wollen oder sich einfach nur verstecken wollen, safen wollen, wie auch immer. Ihr geht einfach hier an diese Kante und ballert hier hin und schießt da halt komplett durch. Also so, wenn hier jemand stehen sollte, dann ist er gedödelt. Das Ganze geht natürlich auch von hier, ich denke, das ist klar, also nicht durch dieses Tor, sondern eben durch diese weißen Flächen, ihr seht hier, kann man komplett durchdödeln, sogar mit der Glock, gar kein Problem. Mit der AWP kann man durch dieses Tor auch durchschießen, aber ich dachte früher immer, ja gut, das Tor wird das sein, wodurch man schießen kann. Aber nein, ihr könnt einfach diese Papierflächen hier nehmen und durchschießen. Ab und an steht auch jemand in A-Main hier oben auf dieser Kiste, die könnt ihr ziemlich leicht wegnanzen. Diese Leute, indem ihr euch hier hinstellt, auf dieses zweite zielt und ja, hier eben mit der AK zum Beispiel auch hinfeuert, also nach links und rechts, da könnt ihr die Leute ganz locker hier wegnatzen. Ein weiterer cooler Spot ist direkt hier, indem ihr euch hier in diese Ecke stellt, ihr visiert diese Schelle an, 1, 2, 3 hoch, hier rüber und zwar an die Stelle, wo dieses heruntergelaufene Wasser oder wie auch immer sich mit diesem Stückchen kreuzt, visiert hier hin und peng. Und schon könnt ihr den Menschen, der hier sitzt, kaputtnatzen. Was heißt sitzt? Ich meine steht. Und da haben wir ihn. Also eine coole Stelle, um eben Truck wegzusnipen. Ab und an verirrt sich meist in City hier an diese Stelle, um darüber abzuaimen. Den könnt ihr euch ganz leicht holen, wenn ihr ihn steppen hört. Ihr stellt euch hier hin. Visiert 1, 2, 3, 4. Die vierte Stufe. Ihr geht auf dieses Pünktchen und noch ein Stück nach oben, circa hier. Und bollert einfach voll durch und schon habt ihr ihn hier zumindest angefragt, aber höchstwahrscheinlich direkt zerstört. Wir testen das einfach mal. Ja, eine weitere Stelle, die mir noch nicht so bekannt war, ist folgende. Und zwar könnt ihr hier durch den Container durchschießen mit der Diegel bis ungefähr, ja, hier Main, linke Seite und hier drüben Yellow. Also diesen ganzen Bereich könnt ihr komplett nutzen. Und so kann man natürlich, wenn hier zwei, drei Leute reinkommen, die vielleicht unter Dauerfeuer von den Kollegen stehen, so ein bisschen mithelfen und vielleicht den einen oder anderen wegdiegeln. Mit der AWP geht das ja auch. Aber eine AK kann zum Beispiel nicht dadurch, um es mal gezeigt zu haben. Oftmals sitzt ja auch hier ein AWPler und aimt A-Main ab. Ich mime das mal mit diesem Bot, der jetzt nicht croucht, aber naja. Und den könnt ihr ganz einfach holen, indem ihr euch hier hinstellt, neben diesen Strich ungefähr die gleiche Distanz, die zwischen den zwei Strichen ist, einfach nochmal hier drauf gerechnet, rechts nebendran, zack. Dann duckt ihr euch und schießt genau hier hin. Also ihr seht hier zweimal so dunklere Striche, diesen und diesen. Und hier ist ein schwarzes Viereck, da könnt ihr einfach drauf bolzen. Und schießt dann genau an diese Position, wo eben der Kerl jetzt nicht gecrouched ist, gut, aber
Es hat ja funktioniert, so könnt ihr eben den Kurzspieler einfach aus dem Ring holen. Wenn ihr die Whitebox AWP wegklatschen wollt als T-Spieler, also ihmchen hier, dann stellt ihr euch an diese Position und geht hier an die Kante so lange, bis man die Wand nicht mehr sieht, also dieses weiße Stück. Dazu laufe ich einfach gegen die Wand, um das kontrolliert zu machen. Dann aimt ihr auf diesen zweiten großen schwarzen Strich von rechts gezählt, also ich zähle den hier als einen und das hier eben der zweite, und schießt hier oben in das letzte Stück, da wo er eben ausläuft, in die linke obere Seite. Und schon habt ihr den Kerl hier weggenannt. Wenn er da jetzt richtig gesessen wäre, also als AWPler gecrouched, dann hätte er eben den Headshot gefuttert. Was macht er denn da? Und um hier direkt zu bleiben, ihr könnt auch einfach auf den Z-Spieler, ich spawn hier nochmal geschwind. Wenn wir hier eine AWP stehen haben, dann könnt ihr hier einfach mit einer AK oder auch mit einer AWP auf diesem weißen Strich entlang. Also ihr müsst euch nach dem Strich ausrichten und ihr aimt auf dieses erste Stück jetzt. Und zwar genau auf diesen dünnen Strich, nicht dahin, sondern auf diesen dünnen, auf dieses auslaufende und... Gebt ihm. Geht auch mit einer AK, ne? Also da könnt ihr drauf sprayen oder auch mit einer Diegel. Aber so habt ihr natürlich nicht die besten Ergebnisse. Aber nichtsdestotrotz, man sieht es. Es funktioniert. Von Z oder auch Connector, wie ihr auch immer ihr das nennen wollt, könnt ihr auch einfach hoch auf B-Heaven schießen und ja, denjenigen ordentlich Druck geben, wenn er hier steht und am Rum-AWP-en ist. Demnach könnt ihr natürlich auch hier runterschießen. Also so gut wie alle, oder ich glaube alle Spots sind natürlich... in beide Seiten funktional. Diesen Heaven-Spieler kann man auch noch anderweitig wegklatschen, und zwar, wenn er hier steht. Und ich stelle hier auch nochmal einen. Ah, mein eigener Mate, verschissel. Um die zu nutzen, stellt ihr euch an diese braune Linie. Visiert hier oben die vierte Schraube an. 1, 2, 3, 4. Und Holz drauf. Warum stirbt der nicht? Habe ich ihn blöd positioniert? Ah, ich schieß genau vorbei. Gut, ein bisschen nach links, okay. Sowas kann natürlich jedem Mal passieren. Ich meine natürlich ein bisschen nach rechts, ne? Und dementsprechend müssten hier links auch irgendwo die anderen stehen. Na, ja, okay. Also es ist ganz klar variierbar. Ihr könnt dann immer weiter nach links zielen, falls ihr die Information bekommt, dass er eben hier steht. Aber da müsst ihr dann auch echt schnell reagieren. Wenn ihr euch als CT meldet, um B zu decken und direkt eine Vent-Taktik vorhabt, dann stellt euch einfach hier gegenüber dieses schwarzen Streifens, am besten so genau wie möglich, und schießt hier oben hin. Und dann habt ihr den Vent aufgeschlossen. Das könnt ihr sofort am Anfang der Runde machen. Somit hören das die Tees gar nicht. Also das heißt, wenn ihr hier dann gemütlich absmoked und durchrennt und euch da hochpusht, dann kann hier von euch schon jemand sitzen und die Tees erwarten. Falls ihr keinen Ventboost vorhabt, solltet ihr das natürlich eher nicht machen, sonst hört ihr nicht, wenn die Tees da dieses Teil aufmachen, weil es ja schon offen ist. Und wenn ihr den Leuten, die auf B zugerannt kommen, ein bisschen geben wollt noch so als CT, dann stellt ihr euch so hin, dass die Wand wieder hier verschwindet, zieht auf diese Bricks und ballert hier einfach ordentlich auf diese Spalte und somit schießt ihr eben genau auf diesem Weg. Manche schleichen ja eh hier entlang, um dann hier den First Peak zu machen. Und so könnt ihr eben ordentlich hier durchballern, bis hier drüben hin. So, das waren jetzt 17 Wallbang-Spots für euch. Ich hoffe, dass ihr hieraus einige Informationen nehmen konntet und natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn du jetzt noch weitere Tutorials für die Map.de Cache suchst, dann öffne einfach die Playlist, die hier oben auf dem i verlinkt ist, also oben rechts am Bildschirm, oder klicke am Ende auf die Verlinkung, da ist dann nochmal alles offen, eben auch diese gesamte Playlist. Der E-Cache ist somit beendet und ich werde mich nun der nächsten Map widmen. Ihr könnt gerne hier auch nochmal schreiben, welche Map es denn genau sein soll. Ich denke, dass ich das 2 nehme, weil es bis jetzt die am meisten gewünschte Map war. Und die werde ich genauso durcharbeiten wie eben auch Cache. Also mit Smoke-Spots, generell alle Nate-Spots, dann alle Wallbang-Spots, eine Gameplay-Analyse sowie Taktik-Tipps für euch auf der Map.de, das 2. Außer eben, ihr sagt jetzt nein, wir wollen auf jeden Fall Militia. Ciao, ciao!